Meine Damen und Herren, selbstverständlich können wir Ihnen nicht sagen, ob es zu einem Hard- oder einem Soft-Brexit kommen wird. Es kommt aber jetzt an diesem Vortragsabend zu einem harten Schnitt, weil ich muss Sie jetzt noch 10 Minuten, nicht länger, mit diversen volkswirtschaftlichen Fakten quälen. Das ist jetzt leicht übertrieben, aber ich möchte Sie einführen dahin, wo wir uns jetzt befinden, wo sich Großbritannien befindet, um damit wir nachher eventuell eine Diskussion führen können, weil es wurde ja angekündigt, was passiert nach dem Brexit. Und das wissen wir leider eben alle nicht, aber wenn wir alle ungefähr die Daten im Kopf haben, die ich Ihnen vorstellen möchte, ganz kurz, dann können wir besser diskutieren. Sie gestatten mir, dass ich zur... Ja, die bisher ökonomischen Auswirkungen seit dem 23. Juni 2016. Als Vertreter des Goldstandard-Institutes hat man natürlich, schaut man täglich auf diverse Fiat-Währungen mit leichtem Disrespekt oder auch mit Respekt, aber Währungen können auch was Gutes tun und man muss wirklich sagen, das war prognostizierbar, was passiert ist. Und es ist aber auch dann wirklich, aber das war auch das Einzige, was wirklich eingetroffen ist. Nämlich, wie man im Wiener Börsenjargon sagt, das Pfund ist schwach gegangen. Gleich nach der Entscheidung, Sie sehen das hier, hier war die Brexit-Entscheidung, 1,30 und das Pfund ist bis Mitte August auf 1, also davor ist es ein bisschen runtergefallen und dann auf unter 1,10 kurzfristig hat dann wieder reagiert, aber es ist relativ schwach gegangen. Was hat das bewirkt? Sie können sich noch erinnern an die Rezessionskeule, dass ja sehr viele Remainers gewarnt hatten und immer gedroht hatten, genauso wie wir bedroht wurden vor der EU, vor dem EU-Beitritt, dass wir abdriften werden wie die Schweiz und überhaupt keine Chance mehr haben werden, wurden auch die Briten vorher ordentlich Gehirn gewaschen und es hieß, es wird sofort eine Rezession Einzug halten und das ist aber nicht passiert. Eben, die Briten sind bis zu maximal 20% gefallen. Das Ergebnis war, dass die Konjunktur wesentlich weniger betroffen war als befürchtet. Es hat zu Vorzieheffekten, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Währung zu tun, aber kombiniert mit der Währung, geführt, dass nämlich, was wir jetzt im Fernsehen sehen, dass diverse Lagerhäuser in Großbritannien vor dem 29. Klopapier einlagern und Marmelade oder was auch immer vom Kontinent, Lebensmittel, haben wir dort gesehen. Dort wurden mittel- bis langfristige Investitionen getätigt, weil man hat gewusst, es gibt nur 2 Jahre, da sind wir uns noch sicher dabei und danach wird es eher hakelig und deshalb sind vorher noch Investitionen getätigt worden. Der Vorzieheffekt hat selbstverständlich für wesentlich mehr Nachfragen gesorgt und die Arbeitslosenzahlen, die sind ganz überraschend gefallen, dass ich habe hier nach der Brexit-Entscheidung einen Vortrag halten dürfen und das Pfund, das hatten wir ungefähr prognostiziert, aber bei den Arbeitslosenzahlen bin ich völlig falsch gelegen. Man kann nicht alles wissen, aber ich glaube auch, dass die größten Optimisten das nicht erwartet hätten. Und die Wirtschaft ist gewachsen und ich habe im Vorfeld von diesem Vortrag am Montag und am Dienstag mit einigen Menschen aus der Londoner City telefoniert, die ich noch kenne aus meinem beruflichen Vorleben. Und da war auch ein Wiener dabei und der hat diesen tollen Satz gesagt, ich habe kein Dreier gesehen. Und kein Dreier gesehen meint er damit, das sind die Arbeitslosenzahlen Großbritanniens und die waren seit der Brexit-Entscheidung immer unter 3%. Das war auch für mich eine Überraschung bis vor ein paar Wochen, bis im Zuge des Vortrages wir da wieder in der Recherche gegangen sind. Und die Arbeitslosenzahlen, ich habe es vorher schon genannt, die waren bei den Briten immer relativ gut. Man sieht es, man hat sich aus der Krise natürlich von 6% rauf auf 8%, aber schon 2010, 11 haben hat die Tendenz begonnen, dass die Arbeitslosenzahlen wieder abgenommen haben und auch nach dem Brexit, der Verfall der Arbeitslosenzahlen ist natürlich nicht mehr so stark gewesen, weil da ganz unten wird schon schwierig bei 4%, aber trotzdem bis zum 31.12. hat sich diese Volkswirtschaft überraschend stabil gezeigt und man kann nur Respekt zollen, wie die das gemacht haben
Und ich habe vorher schon von der Skepsis gegenüber dem Euro gesprochen. Und jetzt können wir einmal alle in unseren Gedanken uns vorstellen, was wäre mit der britischen Konjunktur, mit den Arbeitslosenzahlen gewesen, wären sie im Euro gewesen. Weil dann hätten sie sich nicht schwach machen können. Natürlich auf der anderen Seite gegenüber der Restwelt sind sie ärmer geworden durch schwächere Pfund. Aber die Wirtschaft und die Konjunktur läuft anscheinend noch. Und die Arbeitslosenzahlen, die sind lieber 4% als 8%. Und wenn ich eigene Währung habe, kann ich mir das sozusagen ein wenig richten. Und insofern, im Krisenfalle, hatten die Briten recht, weil so konnten sie sich durch diese Entscheidung, die einen Schock bewirkt hätte, in einem stabilen Währungskorsett, wunderbar aus der Affäre ziehen, zumindest einmal bis heute. Das Außenhandelsdefizit, und das ist eines der großen Dinge und der großen Probleme, die meiner Meinung nach uns, die Verbliebenen, betrifft und nicht die Briten. Wir sehen hier die positiv außenhandelsbilanzierenden EU-Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland mit 240 oder 232 Milliarden Euro. Danach kommt Niederlande, Irland und die nächste Folie zeigt uns den unteren Außenhandelsbereich und da, wie schon erwähnt, sind die Briten die größten mit derzeit 160 Milliarden. Was aber bei den Briten Sache ist, ist, sie sind eine Dienstleistungsgesellschaft und haben die City of London, die wiederum, wir haben jetzt lange über Recht gesprochen, wieder ganz spezielle Rechte hat. Und die City of London erzielt doch ein Steueraufkommen von 72 Milliarden Pfund im Jahr, das ganz erheblich ist. Und da kann man natürlich gewisse Außenhandelsdefizite hervorragend abpolstern. Ein außenhandelsdefizitärer Staat verlässt eine Union oder einen Handelspartner. Ich nehme jetzt wirklich polarisiere, weil Sie sehen es an dem Chart, dass Deutschland, England ist wichtiger als andere, ist auch fast obsolet. Was passiert da? Der defizitäre Staat geht, kann aber sein Defizit finanzieren, macht es aber jetzt wahrscheinlich mit einem anderen Handelspartner. Was passiert für Deutschland? Derweil er drinnen ist und es finanzieren kann, produziert Deutschland mit deutschen Arbeitskräften für die Briten. Klar. Wenn der jetzt weggeht, fallen in Deutschland Arbeitskräfte weg. Und zwar sehr viele. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach einer der Hauptpunkte, warum die EU oder auch besonders der Herr Schäuble, der ja sicher auch verantwortlich war mit seiner Griechenland-Politik damals, dass die Briten gesagt haben, na, wenn sie das mit den Griechen machen, mit uns machen sie das nicht. Der Herr Schäuble, der hat eine wesentliche Rolle an dem Brexit, meiner Interpretation nach, du kannst mir gerne widersprechen, aber schon gespielt. Und danach hat der Schäuble nachgetreten ohne Ende, ja, die werden Strafen zahlen, die werden 50 Milliarden zahlen und. Und das ist genau... Ich glaube nicht, dass der Herr Schäuble weniger gescheit ist als ich. Der weiß genau, was er tut und der weiß auch, handelsdefizitärer Staat. Aber irgendwo wird er seine Gründe gehabt haben. Für mich als flachen Österreicher, der nicht emotionalisiert ist, war das der möglichst falsche Weg und auch ein Schritt dahin, dass das ganze Brexit-Wirrwarr begonnen hat und dass alle nervös worden sind. Das möchte ich einmal so hinzufügen. Ein Außenhandelsbilanzdefizitären Staat, der das finanziert hat, den schimpfe ich nicht nach, sondern den biete ich an, bilaterale Verträge. Die EU hat es geschafft, mit Norwegen und mit der Schweiz Verträge zu machen. Ja? Und nur weil jetzt einer geht, dem nachzuschreien, statt dass er mir einen Vertrag anbietet, mit der Schweiz geht es ja auch, ne? Aber nur weil der einmal drinnen war, der darf ja nicht raus. Und da verorte ich, der Ju hat uns jetzt die britische Problematik erklärt, wunderschön, das, mit, wie der Brite denkt, fühlt und wie der Setup ist, der staatliche und ordnungsmäßige Setup ist, aber und hier von unserer Seite her haben wir schwerste Fehler begangen, die Briten so zu behandeln. Ich meine jetzt nicht wir Österreicher,
sondern die EU und allen voran damals Schäuble, den Posten hatte der damals, wie er das auch schon, ich weiß es gar nicht mehr, er hatte ja schon so viele Posten, dieser Mann. Und ich möchte nur noch zeigen, auch, das ist ein längerfristiger Chart vom Handelsbilanzdefizit, der geht schön auseinander. Bis 2016 ist er wunderbar auseinandergegangen. Und je weiter dieser Spread ist zwischen der blauen und roten Linie, desto besser ist es für Deutschland, ganz einfach. Und deshalb war Deutschland auch eine große Konjunkturlokomotive auf den Schultern der Briten. Das muss man eindeutig so sagen. Und das wird einer der Knackpunkte sein, wenn die wirklich böse werden auf uns und gehen. Die Anzahl der Flieger aus China und aus Washington, wenn sie geostrategisch noch was tut, wird sich verdreifachen, vervierfachen und vor allem der Cargoflieger. Und wenn Deutschland als Exportnation schlecht geht, können wir auch eine mutige Regierung haben, sollten wir eine haben, aber dann wird es uns auch ein bisschen betreffen. Hier in diesem Punkt, ich nenne dann noch einen weiteren, der meiner Meinung nach, und das, meine Meinung ist auch, muss auch nicht immer stimmen, aber meiner Meinung nach ein wesentlicher ist, ist die Krux begraben und unser Verhalten war sehr falsch. Das kann man nicht oft genug sagen. Ich möchte noch einmal zurückgehen. Einen Chart habe ich da falsch gereiht. Ja. Nachdem der Zinssatz manipuliert ist und wir in einem manipulierten Geldsystem leben, darf man eigentlich fast keinen Märkten mehr so richtig vertrauen. Ich war Börsenhändler, habe das 20 Jahre lang gemacht. Ich sage, großen Börsenindizes kann man dennoch vertrauen, vor allem wenn man einen Vergleich macht. Weil die Geldmenge fließt überall zu. Wir haben natürlich geldmengenindizierte Hossen gehabt im letzten Jahrzehnt. Wir hatten die größte Hoss der Menschheitsgeschichte in der westlichen Welt über so viele Wirtschaftsbereiche. Es hat noch nie so eine lange Hoss gegeben. Die längste bis dato war von 1922 bis 1929 und wir sind jetzt schon ein Jahr oder einige Monate darüber und das heißt, es ist jetzt keine Prognose von mir, was dann passiert, aber auf jeden Fall so eine lange, über alle Märkte hindurchstehende Ost hat es noch nie gegeben. Das einschränkend vorausgeschickt zu diesem Chart. Das war nämlich auch überraschend, das hätte glaube ich wirklich niemand und man kann das Handelsblatt und Fokus und NZZ nehmen, wenn man will, aus dem Jahr 2016 niemand vorausgesehen, dass sich diese Briten mit einem schwächeren Pfund, ein schwächeres Pfund ist ja nicht unbedingt positiv für meine Börse, in Wirklichkeit der ausländische Anleger macht zwar Gewinne am Fuzzi, aber verliert ja am Pfund. Ne? Und trotzdem hat das Pfund bis zum gestrigen Tage, vom 23. Juni, ich habe es extra ausgerechnet, um 14% zugelegt. Das kann jetzt nicht sagen, weil ja Draghi und auch die Briten Geld produzieren und liquiditätsindizierte Ossen gemacht haben. Aber der DAX war nicht viel stärker im gleichen Vergleichszeitraum. Der DAX hat 19% zugelegt. Und das ist für mich, wenn man sich die Zahlen anschaut, ein echtes Wunder, was die Briten da eigentlich volkswirtschaftlich in den 2-3 Viertel Jahren hingelegt haben. Und das kann man nur gratulieren und staunen, und das lässt mich auch hoffen und vermuten für die Briten, dass es im Fall eines Brexit, wenn er denn geschehe und wie er auch geschehe, die das weitermachen können, weil sie eben eine eigene Währung haben. Und das haben wir nicht. Also ein Auxit wird sich schwieriger abspülen, es wird nur weniger Wirbel machen, wenn wir weniger Menschen sind, aber er wird sich wesentlich schwieriger gestalten, als ein Eurosystem einmal rauszukommen. Gute Nacht. Das sehen wir, wie das jetzt bei den Briten ist. Naja, die Sondereffekte habe ich schon erwähnt. Es ist allerdings so, dass das Nachziehen und verbilligte Pfund hat natürlich Immobilienmärkte in London wieder angetrieben. Und es sind Ausländer, die haben wieder den Markt betreten seit dem Brexit. Man hat gewusst, das halbe Jahr vor dem Brexit ist der Londoner-Immobilienmarkt eingeschlafen. Eingeschlafen, die Preise sind nicht gefallen, aber die Umsätze sind massiv gefallen, weil er hat den Brexit abgewartet, dann ist er passiert, der Pfund ist billiger geworden, der Brexit ist zwar noch immer nicht geschehen, nur das Referendum,
Aber die Menschen haben wieder eingekauft und stabile Immobilienmärkte, vor allem in einer Stadt wie London, die ja eher der Wasserkopf Englands ist, sind schon auch eine Grundvoraussetzung, dass man halbwegs gescheit überlebt. Dann hat vor einem Dreivierteljahr ungefähr weltweit ein bisschen die Ökonomie angefangen, in der westlichen Welt Probleme zu machen bzw. zu husten. Auch hier wurden die positiven Auswirkungen der Pfundschwäche wurden durch dieses Runtergang der Weltwirtschaft natürlich auch ein bisschen abgedämpft. Es gab Stagnationstendenzen, nur der Immomarkt hat weiterhin, wie ich schon ausgeführt habe, reagiert, weil es eben für Ausländer noch billiger war und es hat sehr viele ausländische Investoren angezogen. Eine Reihe von Prognosen, die namhafte Institute und Zeitungen 2016, das ist eine Folie, die ich gemacht habe für meinen Vortrag für 2016. Die Finanzindustrie ist in England so wichtig wie noch nie, wie nirgends auf der Welt, das wissen wir, das ist keine Prognose. Die City verliert, die City of London wird massiv verlieren. Und die ganze Finanzindustrie wird noch vor einer echten Brexit-Entscheidung, also vor einem echten Brexit Richtung Frankfurt, Paris, Luxemburg und Dublin, das habe ich leider vergessen zu erwähnen, abreisen und es wird zu einer großen Börsenfusion kommen, das habe ich mehrfach gelesen, nämlich zwischen London und Zürich. Das haben vor allem die Leute in Frankfurt sehr stark befürchtet. Auch hier überraschenderweise große Ruhe. Die Londoner sind noch halbwegs allein, werden vielleicht jetzt von den anderen gekauft, aber das hat wahrscheinlich nichts mit Brexit zu tun. Und Zürich ist alleine, also auch diese Dinge sind im Wesentlichen nicht eingetroffen und auch von dieser Seite her zeigt sich mehr Ruhe, als man inklusive mir sich erwarten konnte. Ich möchte hier noch ein Bild von vom BIP Großbritanniens zeigen. Das ist relativ interessant. Oben sehen Sie die Kurve seit 1955. Und die Briten haben im Wachstum, ja, im GDP-Wachstum, immer eine relativ sportliche Kurve hingelegt. Das muss man schon sagen. Also die haben schon eine hohe Sinuswelle gehabt. Vor allem hier, 71, Ölpreiskrise, 71, 73, 78, 79, weiß der EU vielleicht, was die Briten da passiert ist. Aber das ist schon eher... Generalstreik, okay. Man hat das dann immer mehr abgeflacht, sodass es zu stabileren GDP-Veränderungen, nicht ständigem Wachstum, aber zu stabileren Veränderungszahlen gekommen ist. 2007 hier, das war natürlich die also das war 2008, die Finanzkrise, können wir sehr schön sehen, ein großer Einbruch, Stabilisierung. Und dann, das ist das Überraschende, hier kam es zum Brexit. Und das GDP hat fast am Fleck, wäre ich ein Arzt, würde ich sagen, Patient tot. Aber als Ökonom kann man sagen, wenn man da bei 2-3% wo liegt, ist das eigentlich überhaupt nicht das, was uns, die Medien, Politik und Angstmacher vorgegaukelt haben. Und in der unteren Kurve, ich hoffe, mein Kopf ist Ihnen nicht im Wege, hier haben wir den Ausstieg, wir haben durch schwache Pfund ein GDP-Wachstum gehabt, ein relativ starkes, und nochmal seitwärts Bendelei, aber das ist alles zwischen 0,2 und 0,8 im Plus. Ne? Das ist schon relativ, sage ich einmal, sportlich oder ich würde fast sagen Chapeau für das, was dort in dem Land passiert und vor allem, wenn Sie sehen, die österreichischen Nachrichten glauben mir immer, das ist jetzt so das totale Krisenland. Das ist es aber nicht. Wir wollen noch ein bisschen über die City of London sprechen. Ich habe sie schon kurz angesprochen. Der Dienstleistungssektor ist in Großbritannien wesentlich höher als bei uns. Die Deutschen und wir sind Werkmeister, wir produzieren, wir sind auch im Tourismusbereich natürlich, das gehört zur Dienstleistung, aber wir sind Produzenten. Die Briten haben da einen wesentlich höheren Anteil. Und zwar nicht nur Finanz, sondern was die wenigsten so gleich im Hintergrund haben. Großbritannien ist ein großer IT-Dienstleister
Und im Marketingbereich, alle riesengroßen Agenturen sind alle in London quasi. Die Warenbilanz ist zwar negativ, aber das war bei den Briten traditionell immer so, die Dienstleistungsbilanz bei den Briten ist positiv. Und einer davon ist die City of London, das ist einer der Hauptträger, den möchte ich Ihnen nur noch näher bringen, damit wir das verstehen, wie warum die Briten das irgendwie finanzieren konnten bis dato, auch schon vor der Referendumentscheidung. Die generieren 72 Milliarden Pfund Steuereinnahmen. Und das auf 2x2 Kilometer, größer ist die City nicht. Ja? 72 Milliarden Pfund. Sie haben 350.000 bis 400.000 Arbeitnehmer, das schwankt immer so, je Konjunkturzyklus. 20.000, 30.000 bis 50.000 hat es immer gegeben. Ich habe mit einem City-Kenner, eben, der vorher gesagt hat, den Dreier haben wir noch nie gesehen, gesprochen, der hat jetzt voraussehen gesagt, die City wird konsolidieren, keine Frage, handelt aber nicht nur mit der EU allein, sondern ihr Alleinstellungsmerkmal ist Talent und Erfindungsgeist und deshalb ist ganze Erfindungsgeist, von dem seit 2008 fürchten wir uns vor einem finanztechnischen Erfindungsgeist, das ist auch klar, aber die ganze Welt ist scharf auf das, was in der City ersonnen wird und auch regulatorisch durchgeführt werden darf. Neue Produkte und neue Märkte werden für Ausgleich sorgen und dieser Punkt, den haben wir besprochen, der Derivatenmarkt, da wird es keine Änderungen geben, das heißt, was passiert. Sonst hätte es nämlich in der Deutschen Bank und wahrscheinlich, also ich sage die jetzt stellvertretend für alle anderen, aber sonst hätte es in der EU ein bisschen gekracht, wenn die dann die City of London irgendwie verlassen hätten müssen und bilanziell ihre Dinge, ihre Sünden oder was auch immer zurückholen hätten müssen und nicht kaschieren können. Und komischerweise, es wird gestritten, wir werden dann Grenzbalken zwischen Irland und Nordirland, ich weiß, das ist eine große Geschichte, braucht man nicht reden, aber bei diesen Dingen herrscht sofort Einigkeit und ich traue mich fast wetten, niemand von Ihnen hat das in der Zeit im Bild oder in irgendeiner Presse bisher gelesen. Also da hat man sich, da sind wir sich einig. Die Briten wollen das Geschäft machen, die Deutschen brauchen das unbedingt. Dann des Weiteren hat man eine 20 Monate Transition Period eingeführt. Das heißt, wann auch immer, was auch immer passiert, die nächsten 20 Monate passiert wieder nichts. Das ist ja das Drama, es passiert so viel, aber es passiert eigentlich nichts. Das ist der Brexit, ja. Das muss man sagen. Ja. Es ist so schade, dass so viel passiert, weil nichts passiert. Die ganzen Dienstleistungen, aber vor allem jene der City of London, wurden bisher über die Passporting Rules abgeführt. Das heißt, alle 28 EU-Staaten können mit einer Lizenz, die mit nämlich jener in ihrem Heimatland in der ganzen EU ihre Dienstleistungen anbieten, kaufen und wir können auch von denen vom Ausland kaufen und so weiter. Im Oktober 2018 hat sich das aber geändert, wir brauchen es noch nicht aufgrund der Transition Rules, aber auch hier hat man schon vorgebaut. Es gibt ein neues Agreement für den Brexit-Fall, the Principle of Equivalence. Und mit meinem steirischen Englisch möchte ich Sie nicht zur späten Stunde penetrieren lesen, sonst bitte Sie werden es alle besser verstehen, wenn ich es nicht lese. Und das stammt aus der Times in London und das ist auch etwas, was wir alle wahrscheinlich so noch nicht gehört haben. Ich habe müssen auch länger recherchieren. Damit, weil diese Ruhe in der City hat mich beunruhigt. Und diese Ruhe, dass da nie was war, das haben wir gedacht, wie geht das? Das kann ja nicht sein, dass noch niemand über das redet und jeder nur über den kleinen zwei Grenzorte in Irland redet. Und jetzt bei der Nachforschung haben wir gesehen, hier wurde alles schon erledigt. Meine Damen und Herren, ich bin gleich fertig. Das Verhalten der EU hatten wir mit Schäuble schon angesprochen, ist es die nackte Angst oder ist es Kalkül? Natürlich muss ein Handelsunion darauf bestehen, die kann kein Rosinenpicking oder Backdoor machen, weil wenn ich Standards habe, dann habe ich Standards und wenn ein anderer keine Standards hat und der dann sagt, ich tritt aus und ohne Standards und darf dann diese Waren wieder bei uns importieren, der arbeitet 20% billiger, dann gefährden die natürlich unsere Mitbewerber. Und da muss man schon ehrlich sagen, ein bisschen Härte
nicht so, wie es der Schäuble macht, aber dass die EU da natürlich die nicht so leicht rauslässt, ist ja völlig logisch. Das müssen wir auch verstehen, weil das ist ja nicht zuletzt auch zu den Schulden unserer Werkbänke hier in Deutschland und in Österreich. Also hier in Österreich und in Deutschland. Und Standards kosten natürlich auch Geld. Also der ganze Deckungsbeitrag ist ein anderer, wenn du jetzt, ich sage es jetzt wirklich brutal und platt, aus China nach London importierst und von London dann in den Markt hier betrittst, der Hersteller in Deutschland oder Österreich wird sich schön bedanken. Deshalb muss man da auch ein bisschen härter sein. Andererseits hat man auch das Gefühl, dass man nicht gehen kann, weil Handelsunion ist ja was Freiwilliges und irgendwo sieht man schon, die EU ziert sich, wir wissen auch, dass ein Handelsbilanzdefizit der Staat, können wir es nicht so leicht gehen lassen, aber man fühlt sich schon auch irgendwie im Gefängnis und man denkt sich, ups, was ist, wenn wir mal aussehen wollen, wenn die großen Briten, die vom Land großen Briten jetzt schon mal solche Schwierigkeiten kriegen und solche Prügel vor die Füße kriegen, medial, in Wirklichkeit volkswirtschaftlich schaut es anders aus, aber fürchtet man sich ein wenig und das soll schon auf Freiwilligkeit basieren, gerade hier im Heike-Institut muss man das nochmal betonen, also ein Zusammenschluss von Staaten und dieser Gefängnisstaat, das ist schon, man kann schon berechtigt sein, wenn man die letzten Jahre und Monate sich anschaut, was England mitmacht, ist schon ein bisschen ein DDR 2.0, weil die kennen nicht aus. Die Briten sagen zwar, ihr kennt es aus, aber sie kennen nicht aus. Das ist eine Pattstellung, die lächerlicher nicht mehr sein kann im Moment. Und noch einmal die Frage, ich habe sie schon vorgezogen, das ist leider so bei mir, die Bilder, ich verstehe das nicht. Norwegen, Schweiz, alle haben Bilder, Schweiz hat 800 Handelsabkommen und 400 andere Abkommen und wir bieten den Briten nichts an. Ja, könnte man ja machen. Wir brauchen das für euch, wir brauchen das für euch. Weil die Zölle auf die Güter werden es nicht sein, weil das ist schon ziemlich klar, wenn man Hans-Werner Sinn, den werden Sie alle kennen, schenken darf, der hat das genau ausgerechnet, dass den Zollspread, den es geben wird, den die Briten weniger verlangen als die EU, der wird genau wieder 6 Milliarden ausmachen, nämlich genau die Nettozahlen, Nettoleistung der Briten. Wird genau so wird der Zoll ausgerechnet, also da sparen sie auch nichts. Ne? Aber der Zoll alleine wird nicht das große Problem sein. Und nun abschließend kommen wir zum echten Problem für uns alle. Das wird meiner Meinung nach viel zu sehr unterschätzt. Das Vetorecht im Ministerrat. Wir haben zwei Gremien zur Entscheidung in der EU, das ist das EU-Parlament und das ist der Ministerrat. Im EU-Parlament wissen wir, die haben kein Vorschlagsrecht, nicht. Also dann, ja, Quatschbude mit 700 Leuten oder was, uninteressant. Ein Ministerrat ist schon interessant, das kann man immer wieder beobachten. Und da gibt es ein Vetorecht und dieses Vetorecht besagt, wenn 35% repräsentierte Bevölkerung bzw. aus mindestens 4 Ländern ein Veto gegen jegliche Entscheidung, die im Ministerrat zu entscheiden ist, einlegt, dann passiert das nicht. Ja? Jetzt war es bisher so, der Nordblock, England, Deutschland, andere Länder, hatte repräsentiert 39% der Bevölkerung. Der Südblock 38% und seit 2004 oder 2005 haben wir den Oststaaten, nicht Ostblock, dabei, die sind 23%. Der Nordblock ist traditionell wirtschaftsliberal, sagen wir mal, der Südblock nicht sozialistisch, aber schon eher staatshörig. Wir denken an Frankreich, also das ist schon ein bisschen nicht so frei, die ganze Angelegenheit. Und der hat dieses Vetorecht hat immer dafür gesorgt, dass es einen Ausgleich geben hat müssen zwischen dem Norden und dem Süden. Und das war natürlich ein bisschen eine Stabilität, hat das reingebracht. Ich bin nicht begeistert von dem Ablaufprozedere der EU, generell nicht, von den wenigsten Dingen, aber das muss man sagen, ist klug gewählt, sehr gut gemacht. Und das hauen uns die Briten jetzt zusammen, wenn es geht. Ja? Und das ist wirklich eine Gefahr, weil danach haben wir 30% Nordblock, 43% Südblock. Das heißt, die EU, denken Sie nur an Währungspolitik, denken Sie an Wirtschaftsliberalismus, die EU wird sich dramatisch verändern. Weil jede Entscheidung vom Südblock jederzeit
und vom Nordblock gar nicht, außer er nimmt sich ein paar aus den Oststaaten, kann natürlich alles theoretisch möglich sein. Aber vorher war es wirklich schön ausbalanciert und diese Balance wird der EU fehlen. Und diese Imbalance wird über mehrere Dekaden, hoffentlich bin ich dann nicht mehr am Leben, aber zum sicheren Tod der EU fehlen. Weil das geht sich nicht aus, weil da die Interessen dann wieder zu sehr in eine Richtung gehen und dann wird die Sinnhaftigkeit des Gesamtprojektes natürlich in Frage gestellt. Und das muss man auch den Medien vorhalten, den Politikern vorhalten, das erzählen sie uns nicht. Das ist ein Faktum, das ist klar, das weiß jeder, oder jeder, der will, kann es nachlesen. Ich habe es ein bisschen dreimal nachlesen, bis ich es verstanden habe. Aber warum kommt nicht der Arne Wolf einmal daher, oder im BBC sonst das einmal, aber denen ist es egal, weil die gehen und dann sind sie weg. Oder in Berlin, ZDF, wie die Sender auch heißen, niemand erzählt es. Und das ist fatal, weil da rennen wir jetzt im offenes Messer nicht, weil der Südblock steht ja nicht da und will jetzt uns, aber es wird passieren. Da wird einfach so viel Dramatisches passieren über die nächsten Dekaden, dass das ganze Projekt obsolet sein wird. Das ist eine Prognose und in den nächsten Dekaden, ich bin eh nicht mehr da, dann noch 50 Jahre, dadurch brauche ich es leicht stellen, aber das geht schief. Kann nicht anders sein. Und ich komme jetzt zu meiner Abschlussfolie. Natürlich bedeutet der Brexit, dass mit Europa etwas nicht stimmt. Aber er zeigt uns auch, dass mit Großbritannien etwas nicht gestimmt hat, das sagt der Jean-Claude. Ich als Patient erster Klasse und ich finde das etwas unverfroren, weil die britische Geschichte doch wesentlich länger zurückreicht als die Geschichte der EU. Und das sagt aber schon einmal die Einstellung dieser Bürokraten, die dort sitzen, großkopfer, wahnsinnig, selbstüberheblich und einfach irgendwie traurig, dass solche Menschen sich solche Sachen überhaupt sagen zu trauen. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und eröffne die Diskussion.